weiter. Dachte, ich kann die Woche noch die oder heute noch die Schafe holen. Wird wohl nichts mehr. Oder nichts. Jetzt fahren wir einmal über die. Einmal durch Schwarzing. Da auch mal was Schönes. Tja, vor allem mit dem Diesel von jemand anderem. Genau. Ja. Aber der Tatra lässt sich gut fahren, ey. Hätte ich einen größeren Hof, würde ich mir auch so einen holen. Oh nee, ist das der Harry? Hallo? Hallo? Achso, Telefon. Hallo? Hallo, Harry. Jo, wie lange brauchst du denn den LKW noch mit Behänger? Ich warte gerade drauf, dass der Jürgen meinen Stall baut. Stall? Schafstall. Ach, hey, du hast ja einen. Ja, aber der ist voll. Die Schafe sind zu, die machen zu viel Freizeitaktivitäten. Oh. Was ist das? Harry? Ja? Was machst du denn hier? Wie nennt sich das hier? Hans? Wo ist denn der Anhänger? Ich würde fast sagen, hops genommen. Der Anhänger steht bei mir auf dem Hof. Ich hab mir überlegt, dich zu warm. Seid ihr da mit deinem LKW hier? Der Jürgen ist schuld. Der ist einfach weggefahren und ich wollte wissen, wo der hin ist, dass der mir den Schafstall aufbaut. Und dann, ja, war er jetzt weg. Ha? Warte mal, ich mach mal gerade aus. Also wir haben gerade den Jürgen gesucht. Mit dem LKW. Ja. Ist das ein Problem? Nein. Okay, dann ist ja alles gut. Dann schönen Tag noch. Muss mal die Feuchtigkeit messen. Bitte auf Abstand bleiben. Okay, also brauchst du auch ein paar Tierchen oder was? Ja. Na, ich könnte die hochliefern. Ihre 10% für euch. Ich hab zufällig einen LKW und einen Fiat-Transporter. Hä? Was brauchst du denn? Kühe. Wie viele? Wie viele hat denn der Platz? Ich glaube 14. Kühe. Ja, auf jeden Fall mal 50 oder so. Wie viel? 50. Wohin? Wo sollen die Kühe hin? Ja, zu mir. Auf den Hof? Ja. Okay. Kann man da stehen lassen? Harry, ich habe eine andere Frage. Ja. Also kurz off RP. Hast du ein Lenkrad? Ja. Spielst du mit dem Lenkrad gerade? Ja. Du bewegst dich, gell? Ja, ich weiß. Das ist ganz interessant, weil ich habe den Bug auch. Also mein Lenkrad hat auch den Todpunkt auf 0. Man sieht's bei dir, also man sieht's tatsächlich, er bewegt sich und er hat mit Sicherheit gerade nichts, kein Lenkrad an der Hand. Also da stimmt irgendein Todpunkt nicht und deshalb verschiebt er sich. Den habe ich sonst immer für diese Achse da, habe ich den meistens dann auf 0 gestellt, damit er nicht bewegt, aber habe ich halt jetzt nicht. Okay, da müssen wir uns nach der Aufnahme mal unterhalten, irgendwann die Tage. Jetzt dachte ich, da kommt einer. Weil ich müsste mein Lenkrad auch mal einstellen. Okay. Gut zu wissen. Das habe ich jetzt gerade, weil er sich, man sieht, er gleitet über den Boden. Jetzt stehst du. Wenn ich da bei Einstellungen.
Ja, das geht nach links gehen, wenn ich das ausstelle, das lösche, speichere. Bewegst du dich nach hinten? Naja, wir gucken mal. Gut, ich bring dir die Kühe hoch. 50 Stück, sagst du? Ja. Okay, dann bring ich dir 50 Kühe. Ich habe zufällig, wie gesagt, einen Viehtransporter. Aha, jetzt habe ich was gefunden. Vorwärts gehen, so. Jetzt müsste es gehen. Ja, jetzt oder? Bist du, jetzt stehst du still. Ja. Jo. Okay. Aber das musst du mir ja off-RP nochmal sagen. Gut, okay. Dann düsen wir mal los. Bis später. Bis später. Tschüss. Jo, dann, oder 14 Kühe auflädst, kannst du eigentlich schon 5 Ladungen bringen. 5 Ladungen, okay. Tschüss. Jo, tschüss. Alter Schwede. Glück gehabt, ne? Alter. Warum sagst du nix? Ich hab überlegt, etwas zu sagen. Alter, war das peinlich, ey. Steht er plötzlich vor mir. Ich dachte mir, wir telefonieren und dann sehe ich gerade einen Steier. Da dachte ich, das kann nur einer sein. Das kann nur der Tiroler sein. Naja, aber er hat es ja gut aufgenommen. Und vor allem gleich noch einen Auftrag an Land gezogen. Ja, genau. Jetzt hat er bestimmt nichts zu tun. Oh. 5 Ladungen, ey. 5 langen Kühe oder was? Ja. Ja, das sind aber einander, wenn ich 50. Nee. Aber er hat gemeint 5 Ladungen. Wenn er das so gemeint hat. Dann können wir gerade mal gucken, ob der Jürgen schon da ist. Mhm. Alter, 5 Ladungen, da bin ich den ganzen Tag Nachmittag beschäftigt, ey. Mhm. Du musst ja einfach von. Wo ist er eigentlich? Alter, ja. Du musst einmal komplett über die halbe Map gucken. Jo. Einmal komplett. Der Junge ist ja immer noch nicht da. Nee. So, einmal hier. Warte mal kurz, Runde. Ich geh mal kurz pinkeln. Schon wieder. Krieg die Sachen. Jo, ich komm gleich wieder. Mhm. Ach, da, Alter, was hat denn der für ein Wendekreis, ey? Dann fahr ich mal kurz rüber. Hol mal ein paar Schweine. Nee. Das wäre auch was. Wenn ich in die falschen Tiere einlade. So, warte mal. Der hat mir gar nicht gesagt, was für welche. Der muss mir mal sagen, noch was für Kühe er will. Fertig oder was? Mhm. Bin ich. Wo bist du denn? Gleich beim Viehhändler. Ach Gott. Rufen. Hallo? Hallo? Hallo, wer? Hey, servus, hey, krass, dass du anrufst, ja? Hey, ja, sorry, ja, der Typ, was hier wohnt, tut, der ist halt gerade nicht da, ja? Jürgen? Ja? Was los? Was willst du noch mal haben auf deinem Hof?
Also die, achso, ne, warte, ich muss ja erst mit dem Harry telefonieren. Oh Gott. Also, weg, ne? das Silo haust du weg und dann haust du da in die Ecke. Oh, jetzt ruft er schon wieder an. Moment, ich halt mal kurz. Hallo, Harry? Harry? Jetzt hat er wieder aufgelegt. Ey, wollte er mich veralbern? Jürgen? Ja. Ich sagte, du hättest auch aufgelegt. Ja, Silo weg, verkaufen. Kannst du irgendwie verscherbeln nach Osten oder so. Dann stellst du mir mit der Seite, wo ich nicht dran muss, bitte die Schafweide an die hintere Mauer. Schafweide, wie rum? Da gibt es eine Seite, da muss man nicht dran. Die stellst du hinten an die Mauer. Moment, please. Ja. Okay. Jo, aber die Kleine wieder, ne? Jo, für die Große habe ich kein Geld. Oh nee, der arme Geh ins Vogel. Eck so, dass du überall rankommst. Nur hinten an die Mauer. Okay. Wenn das geht. Ja. Gut. Dann muss ich jetzt einen Harry anrufen. Bis gleich. So, Tschüss. ciao. Ja. Nee, verwählt. Sorry. Hallo? Harry, ja. Was Ja. für Kühe willst du denn überhaupt? Also ich bräuchte kurz schauen bei mir da. Kurz zum Kuhstall rennen. Jo. Also die Limousinen, die sind ja männliche. Das sind ja Bullen. Ja. Also würde ich gerne Holsteine. Ja. Und ja, einen Stier. Also ein Limousin. Einen Saler. Ein Saler. Ja, so ein Sonst richtiger. alles Holstein. Okay. Halt fünf Transporte. Ja, mache ich dir. Okay. Okay. Ich glaube, du hast am Ende zu wenig Geld. Die Ladung jetzt kostet 25.794. Ja. Dann machen wir mal zwei Ladungen. Okay. Oder Gut. drei. Wie du willst. Ja, machen wir mal drei. Okay, gut. Tschüss. Ja, gut. Tschüss. Ich gebe deine Kontoverbindung an, gell? Gut, ciao. Ja. So, wer hat das geklärt? Hallo. Hi. Alter, jetzt hatte ich gerade voll das Telefon hin und her. Das sind die Kühe Wieso, schwer. was ist los? Ah, ich war mit dem Jürgen im Gespräch, dann ruft der Harry an, dann hat er wieder aufgelegt, dann hat er wieder angerufen, da habe ich mich noch verwählt und ach. Aber jetzt ist alles klar. Ach so. Ja, warte, ich will auch abbiegen, du Kollege hier. Der neureiche Bauer. So, ich komme jetzt zum Hof. Okay. Okay, hier. Ja, weil das ist schon gebaut. Nice. Der Harry hat sich verkalkuliert. Ach nee. Doch, doch. Der wollte ja 5 Ladungen. Hätte ihn 130.000 gekostet. Aber so viel Geld hat er gar nicht. Aber ich hoffe, Jürgen hat richtig gebaut. So wie es aussieht, ja. Ja. Ich habe ihm gesagt, wie ich es haben will.
So, spring rein. Wir werden in der Farbreite springen. Das muss ich mir gleich nochmal richtig angucken. Aber erst bringen wir mal die Fuhre zu Mari. Also wie viele Fuhren wird er denn jetzt haben? 3. Hoffentlich lässt er ein gutes Trinkgeld springen. Weil du den LKW missbraucht hast. Kriege ich am Ende noch Geld dafür. Und ihm dann... Es war nur ein Anhänger, war hinten. Siehst du hinten rechts den Blinker am Anhänger, der ist nicht mehr da. Aber der ist so in seinem LKW muss raus. Und dass du ihn doch beauftragst, keine Ahnung. Ich hab mich selbst noch, beauftragt. Dann noch Trinkgeld, wenn das nicht ist. Ja, hallo? Ich arbeite ja für ihn. Jetzt weißt du, wie das geht. Muss ich mir merken. Ja, war ja ein Zufall. Ah, ein Zufall. Ja, konnte ich ja nicht ahnen, dass der in dem Moment den LKW braucht. Oh ja. Aber so haut man Leute übers Ohr. Hey, der ist auch nur am Hof und chillt. Ja, der hat auch nichts zu tun. Der hat ja 15 Mal um den Hof mit seinem Steuer. Ah, der ist hergefahren. Gerade im Telefonat, warte mal. Ich fahr noch ein bisschen vor. Jo. Er hat schon. Hast schon ausgeladen. Ja. Gut. Jo. Noch 2 Ladungen können wir machen. Jo, ich fahr. Jo. Tschüss. Tschüss. Na, hat sich ja ganz glücklich angehört. Aber ich glaube, ich hau ihn ein bisschen übers Ohr. Nein, kann nicht sein. Warum? Wie gesagt. Hallo? Hallo? Jo, was los? Ich bin fertig. Jo, ich komme zur Abnahme. Ich hatte gerade ein paar Kühe hinten drin. Ging nicht. Ja. Bist noch da? Ich bin gerade losgefahren, halte aber gerade rechts an. Jo, ich bin gleich da. Bin gerade bei der. 14.000 ja? Machen. Wie viel? 14.000. 14? Yep. Achso, für dich? Ja. Kannst du mir die Subvention noch ausrechnen? Irgendwie. 40% auf 65. Oder auf. 79. 35.750. Kannst du mir die gut schreiben? Ja. Danke. Du bist auf dem falschen Hof. Oh ja, stimmt. Ah, warte, der Dann Hans. Dann schreibst du im Hans, überweis im Hans. Ja, so weiß er nicht. Hallo. Ja. Mhm. Ja. Ja. Ja, so passt. Passt, ne? Sieht gut aus. Dann noch 14.000 rüber und dann. Hans. Mhm. Log dich gerade mal ein. Hier, Online-Banking. 14.000? 14, Hans, Jürgen. Mach 15. Okay.